Jetzt geht es um Nahtoderfahrungen. Sind das bloß, da gibt es Menschen, die glauben, sie hätten wirklich einen Blick schon ins Jenseits geworfen. Und hier ist der erste Beitrag dazu. Ich denke, ich habe so ein richtig schönes Standardleben gelebt, wie man sich das vorstellt. Also ich hatte ein bisschen eine schwierige Kindheit und deswegen wollte ich unbedingt in meinem Leben, dass alles richtig ist. Also wie man sich das vorstellt. Kind, Haus, Hund, Mann, Katze, zwei Autos vor der Tür, kugelig geschnittene Buchsbäume. Wie man sich ein Leben vorstellt, ein glückliches Leben. Da baut man sich was auf, man glaubt an den Job, ja? Man glaubt an das Geld, das einen ja glücklich machen soll. Man glaubt an viele Dinge, die einem vorgelebt werden vielleicht. Und da bricht alles zusammen, von jetzt auf gleich. Das ist ein Fingerschnipp und alles ist weg so. 2012 bin ich sehr, sehr schwer erkrankt. Ich hatte eine Lungenembolie aufgrund der Thrombose in der Vena Cava. Das ist die große Bauchvene, die läuft direkt vor der Wirbelsäule. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Meine Tochter war ja dabei gewesen, als ich kollabiert bin. Und da ich wohl schon in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, hatte man ihr gesagt, nimm bitte Abschied von deiner Mutter, aber richtig, weil sie vermutet hatten, dass ich den Transport ins Krankenhaus gar nicht mehr überlebe, weil eben ich in einem so fürchterlich schlechten Zustand war. Vor 10 Jahren hat die einen ziemlichen Lebenstiefpunkt oder Lebensereignis einfach, nenne ich es mal so. Das ging über Monate hinweg einfach, wo bei mir die Luft heraus war und wo ich immer dachte, hey, das kann nicht das Leben sein. Also das ist nicht das Leben, so wie das Leben möchte. Und ich habe gespürt, ich kann da selber nicht raus. Vielleicht war es eine Depression, ich war nie beim Arzt, keine Ahnung. Aber ich hatte auf jeden Fall keine Lebenskraft mehr und keinen Lebenswillen mehr in der Hinsicht. Also ich war da wirklich total am Boden. Und wenn mich ein Auto totgefahren hätte, dann wäre es mir wurscht gewesen, sage ich mal. Dann hätte es mich, glaube ich, sogar noch gefreut in dem Moment. Ich hätte mich niemals selber umgebracht, aber zu dem Zeitpunkt war es schon, sagen wir mal, persönlicher Tiefpunkt. Was dann passiert ist, man sagt ja immer, man geht dann durch einen Tunnel auf ein Licht zu. Für mich war das ein bisschen anders. Was ich erlebt habe, war, ich war in einem so eine Art Raum wie in einem riesigen Schlosssaal und mit bodentiefen Fenstern. Und dieser ganze Saal war erfüllt von einem unglaublich hellen, warmen, weichen Licht, das völlig blendfrei war und das unheimlich anziehend war. Also ein sehr, 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 sehr wohliges Gefühl, ich mich am liebsten hätte reinfallen lassen wollen, weil es so, also wirklich mich aufnehmen wollte, weil es so strahlend war. Und dazu kam eben, es klingt jetzt sehr kitschig, aber so eine Art Engelsklänge, also eine wunderschöne Musik, so Sphärenklänge, die dazu klangen und die sehr mich reingezogen haben. Ich habe irgendwas Belangloses geträumt und ich spüre plötzlich, wie das Herz langsamer schlägt. Dann habe ich gespürt, dass da einfach der Körper so schwer wurde und irgendeine andere Kraft hat mich wieder aus dem Körper gezogen. Das war wie so ein, wie wenn eigentlich Bänder, wie so Gummibänder mich im Körper halten, aber eine andere Kraft hat mich rausgezogen oder ist. Und dann gab es so einen Schnalzer, so einen Ruck und dann war ich komplett frei heraus, aber nur bis zur Hälfte erstmal. Und es war so richtig freies, offenes Gefühl. So. Und ich habe dann festgestellt, dass es so ein 360-Grad-Blick ist, also nicht nur nach vorne gerichtet, wie wir jetzt momentan sehen, sondern wirklich ringsum, einfach komplett offen. Ja, ich war auf jeden Fall an einem anderen Ort. Ich wollte dann wissen, ja, wo ist meine Heimat, wo komme ich her oder was, ja. Und dann wurde ich wie so ein starker Magnet. Also ich habe jetzt keinen Tunnel oder kein Licht gesehen in der Hinsicht, sondern mich hat es dann in tausendfacher Lichtgeschwindigkeit, sage ich mal, rauskatapultiert aus meinem Körper durch x Millionen Galaxien durch. Also das wurde wirklich, da ist eine Galaxie, ein Staubkorn dagegen gewesen. Das ist so eine Weite, die kann man sich gar nicht vorstellen. Da ging es wirklich unendlich weit weg einfach in einen riesen Raum rein
Und während diesem gigantischen Flug, sag ich mal, habe ich nur feststellen können, wie da so eine ganz hauchdünne Silber-Goldschnur sich entlang zieht. Und das war halt am Bauchnabel fixiert. Und ich wusste, irgendwie instinktiv wusste ich, wenn die gekappt wird, dann kann ich nie wieder zurück irgendwie. Das ist so die Rückreiseversicherung gewesen. Ich habe eine Tochter, die war damals 13 Jahre alt. Und ich hatte das Gefühl, meine Tochter ist bei mir. Die stand hinter mir und ich wollte in dieses Licht gehen und meine Tochter wollte es nicht. Die hat mich innerlich richtig zurückgehalten und gezogen und ich hatte die Möglichkeit zu entscheiden, gehe ich weiter in dieses herrliche Gefühl, lasse ich mich einfach da reinfallen oder gehe ich zurück. Und ich nehme an, dass das dieser Augenblick ist, in dem man mich eben wiederbelebt hat, wo ich dann entschieden habe, nein, ich gehe nicht in dieses Licht, ich komme zurück. Und ab dann begann eine Phase größerer Anstrengung. Also das war dann richtig harte Arbeit. Es hieß irgendwann, okay, ich muss wieder zurück. Ich hätte vielleicht, wenn ich protestiert hätte, wäre ich noch vielleicht, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte, ob ich so viel Freiheit auch habe oder gehabt hätte. Aber die haben gemeint, es gibt noch was zu erledigen, ich soll wieder zurück. Und daraufhin bin ich wie ein Magnet zurückgezogen worden, zurück in den Körper. Vom Aufwachen selber, es war wie jeder andere Tag auch. Nur als ich dann im Bad stand und mir Zähne putzt habe und mir in den Spiegel schaue und meine Augen dann sehe, und meine Augenpaare in mir selber quasi in die Augen schaue, dann kam dieses ganze Ereignis wieder zurück. Und das hat mich so geflasht, ich bin erst mal die nächste Viertelstunde überhaupt nicht klarkommen, weil ich es einfach nicht über dieses Umfeld nicht ergreifen konnte einfach. Ja, sind Nahtoderfahrungen bloße Halluzinationen oder doch reale Erinnerungen? Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, sind auf jeden Fall überzeugt, einen Blick ins Jenseits geworfen zu haben. Nahtoderfahrungen sind Erfahrungen, die sich noch mal etwas unterscheiden von den üblichen Träumen, die Menschen in einem Koma oder in einer Narkose haben. Sie treten meistens auf, wenn die eine Todesnähe plötzlich ins Leben tritt, durch einen Unfall, durch Herzinfarkt oder ein anderes plötzliches Ereignis. Sie treten sehr selten auf, sie sind sehr eindrücklich und geben einem so ein bisschen eine Vision von dem, was einen vielleicht erwartet, wenn man diese Grenze überschritten hat, den Tod. Es gibt eben eine ganze Reihe von Dingen, die nicht so richtig, aus meiner Sicht nicht so richtig neurobiologisch, neurologisch erklärt werden können. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten aufzuzählen. Zum Beispiel, dass eben bei dieser Out-of-Body-Erfahrung der Mensch, der dann sich außerhalb des Körpers befindet und seinen eigenen Körper liegen sieht, dass der aber auch wahrnimmt, wie Schwestern und Ärzte miteinander sprechen. Es wird dann auch berichtet, was diese Schwestern und Ärzte anhatten an Kleidung, über was sie gesprochen haben. Vor allen Dingen dann die einzelnen Worte können sogar überprüft werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Fällen. Es ist allerdings, muss man sagen, noch zu wenig, aber es gibt so etwa in der Weltliteratur etwa 100 Fälle, wo das genau verifiziert wurde. Das heißt, es wurde genau überprüft. Stimmt es, was diese Nahtoderfahrenen, diese Menschen, die diese Nahtoderfahrung hatten, stimmt es, was sie da gehört haben? Haben das die Schwestern und Ärzte wirklich gesprochen, obwohl der Patient, der Nahtoderfahrene, im Koma lag? Natürlich muss ich mich hart zusammenreißen, dass ich in der Gesellschaft wieder funktionieren kann. So. Und wie erzähle ich es den Menschen? Wie erzähle ich es meinen Freunden? Wie erzähle ich es meiner Familie? Erzähle ich es überhaupt? Und da gibt es schon echt harte Zweifel, vor allem so banale Regeln, Riten, die halt einfach immer schon so gemacht wurden. Wieso werden die so gemacht? So? Also dahinter fragt man einfach viel mehr. Und ich bin da klar, nicht klarkommen. Lange Jahre eigentlich bin ich nicht klarkommen drauf. Ich habe sehr, sehr, sehr hart daran gearbeitet, das alles wieder zusammenzubringen. Also das war
extrem schmerzhaft, es war auch körperlich schmerzhaft, es war seelisch schmerzhaft. Und als mir dann klar wurde, was da passiert ist, bin ich in eine völlige Panik geraten. Also das hat um mich herum kaum jemand verstanden, weil in dem Augenblick, wo ich in mein Leben zurückgekommen war, hatte ich ja das Schlimmste überstanden und alle waren froh, du lebst, alles ist gut. Und ich bin in völlige Panik geraten. Verändern tun sie sich auf alle Fälle. Es gibt Menschen, die sich sehr stark verändern. Die Menschen, die ich getroffen habe, die sind dadurch, dass ich im Krankenhaus arbeite, relativ nah an dieser Erfahrung dran. Die sind eher erstaunt, manchmal auch beschämt, unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Wie das bei ihnen später wird, kann ich gar nicht sagen. Bei Halluzinationen, die in der Psychiatrie zum Beispiel beschrieben sind, ist es so, dass diese sich von inhaltlichen total unterscheiden zu dem, was bei den Nahtoderfahrungen berichtet wird. Die pathologischen Halluzinationen, wie sie bei Krankheiten vorkommen, sind meistens negativ besetzt, angstbesetzt. Es werden Dinge gesehen, kleine Tierchen oder Stimmen gehört und so weiter. Bei der Nahtoderfahrung ist es eben anders. Werden diese Dinge, die sind in einer relativ klaren Struktur. Das war so real. Das war fast das Realste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Das hat so eine Intensität. Das ist intensiver, als wie wir hier zusammensitzen und das Interview machen. Gezweifelt habe ich nie, weil das Erlebnis war so stark und präsent. Da gab es nie einen Zweifel. Im Gegenteil, also ich bin unglaublich dankbar, dass ich das erfahren haben dürfen. Diese Halluzinationen, und das ist jetzt das Interessante, die in Anführungszeichen bei den Nahtoderfahrungen vorkommen, die sind lebensverändernd, die führen zu einer in den meisten Fällen Transformation, einer religiösen oder spirituellen Transformation, die das ganze Leben verändert. Und das unterscheidet sie auch, diese sogenannten Halluzinationen, von denen, die eben in der Psychiatrie vorkommen. Und die sind so intensiv, diese Lebensveränderungen oder auch diese Erfahrung dieser speziellen Halluzinationen in der Nahtoderfahrung, dass da Menschen ihr Leben ändern, dass häufiger zu Scheidungen kommt als im Durchschnitt der Bevölkerung, dass diese Menschen weniger materialistisch ausgerichtet sind, sie sind haben mehr Mitgefühl, sind mehr Liebe, in bedingungsloser Liebe orientiert. Und glauben vor allen Dingen nicht an ein Ende des Lebens, sondern an ein Leben nach dem Tod und haben auch keine Angst mehr vor dem Sterben. Es gibt noch mehr Dinge, die man da erwähnen könnte, aber das zeigt schon, wie gravierend die Nahtoderfahrung eingreift in das Leben dieser Menschen. Ja, manche sehen einen dunklen Tunnel mit Licht am Ende. Andere berichten, wie sie sich von ihrem Körper gelöst hatten und diesen von oben sahen. Die Rede ist von Nahtoderfahrungen. Mein Kollege Lukas Fleischmann hat sich mit zwei Menschen getroffen, die durch ihre Nahtoderfahrung die Angst vor dem Tod verloren haben. Unser altes Leben war doch sehr auf Äußerlichkeiten und Materielles ausgerichtet. Dieses große Haus, diese zwei Autos. Es war einfach ein Leben, das auf diesem höher, weiter, schneller beruht. Alles auch herzuzeigen, was man so hat, was man sich erarbeitet hat, was ja auch in meinem alten Leben richtig war und seinen Platz hatte. Aber es hat nicht mehr zu mir gepasst. Aufgrund dieser Nahtodgeschichte habe ich festgestellt, dass einfach das Leben, also die Arbeitswelt, das Arbeitsleben, wo die Gesellschaft einem ja einredet, das ist das Ein und Alles, darüber definiert man sich, dass es überhaupt nicht stimmt und dass es viel wichtiger ist, dass man mit sich selber im Reinen ist und ja, sich wohlfühlt. Ja, meine Ehe ist leider auch zerbrochen, was ja oft bei Nahtod ist, dass einfach der Partner nicht mitgehen kann. Ich habe versucht, meinen Mann mitzunehmen. Das ging aber eben nur sehr zum Teil. Also ich habe mich mit Menschen Münchner Nahtodgruppe unterhalten oder auch in der Augsburger Nahtodgruppe. Und ich finde es wirklich sehr gut, dass es solche Gruppen gibt, damit man sich einfach austauschen kann. Weil gerade solche Nahtoderfahrene Leute, die da auch sich da treffen, ist einfach
da treffen oder gleichgesinnt sind, da erzählt man denen was und die wissen, was Sache ist. Die wissen, die haben es vielleicht genauso erlebt. Ich wollte mit Menschen zu tun haben. Ich arbeite jetzt neben der Rente, die ich beziehe, in einer kleinen Arztpraxis. Und da geht es um suchtkranke Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Und das empfinde ich als sehr befriedigend. Erstens habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Ich lebe viel angstfreier, viel freier allgemein. Auch wenn ich alleine auf der Reise bin, fragen mich viele Leute, wie kann man alleine in Afrika unterwegs sein. Ich finde, das ist die Freiheit, ohne Angst leben zu können. Und ohne Todesangst natürlich. Es gibt wirklich keinen Grund, vor dem Tod Angst zu haben. Also ich glaube, dass es sozusagen in diesem Leben das letzte große Abenteuer ist, dass dann was ganz anderes kommt, in was ich mal kurz hineinblicken durfte. Also ich glaube, dass mich so ein Gesamtbewusstsein aufnehmen wird. Ich weiß nicht, ob dieser Glaube für alle gilt, also für alle Nahtoderfahrenen, aber für mich. Deswegen habe ich keine Angst mehr. Vor was ich vor allem die Angst verloren habe, ist die Angst vorm Leben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ich habe halt gelernt, dass es nichts gibt, vor was ich Angst haben muss, weil das Schlimmstmögliche wäre der Tod und vor dem muss man keine Angst haben. Da kommt was ganz Großes, Neues auf uns zu, was sehr Warmes, Weiches, Helles, nicht die dunkle, schwarze Angst. Diese Essenz, wo er alles bildet, ist unsterblich und das weiß ich. Genauso wie ich ein Teil davon, von dieser Essenz ist, genauso wie du ein Teil davon bist. Und das reicht mir zu wissen, dass ich Teil von dieser unglaublichen Essenz bin. Was man festhalten kann, ist, dass sowohl die medizinische Wissenschaft nicht sagen kann, wie Bewusstsein wirklich entsteht und kann auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass das Bewusstsein vielleicht doch außerhalb des Körpers existieren kann. Und man kann auf der anderen Seite aber auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Nahtoderfahrungen beweisen, dass das Bewusstsein außerhalb des Körpers existiert. Beide Hypothesen, die beide im Moment nicht zu beweisen sind, stehen gleichwertig nebeneinander. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Weltanschauung, an was man da glauben will. Will man eher das eine materialistische Weltbild glauben oder will man an ein anderes Weltbild glauben, das über das materialistische hinausgeht? Die Auswirkungen für das Leben sind die Veränderung dessen, dass wir nicht mehr mit der rein begreifbaren Realität zu tun haben, sondern dass Realität und Bewusstsein mehr ist, als was wir in unserer aufgeklärten, kognitiv strukturierten Wirklichkeitswahrnehmung zulassen, normalerweise im Leben. Also es ist eine Erweiterung des Bewusstseins, würde ich sagen. Also wenn jetzt jemand sagen würde, das wäre jetzt totales Hirngespinst oder sonstiges, dann würde ich sagen, ja, es mag sein. Mir hat es viel geholfen, dieses Hirngespinst und diese Psychose von mir aus. Dann denke ich mir, okay, jeder muss irgendwann mal sterben und spätestens an diesem Tag X, in diesem Moment wird es derjenige vielleicht dann auch erfahren oder eben nicht oder anders. Oder da bin ich total entspannt, weil ich mir denke, für mich hat es was gebracht, mich hat es total zum Positiven verändert und von dem her kann ich damit gut leben. Ich werde es auf jeden Fall noch mal erleben und das ist das letzte große Abenteuer meines Lebens, auf das ich mich auch freue. Aber ich würde nicht jetzt, weil dieses Erlebnis so schön ist, einen Tod herbeiführen oder sowas. Also ich freue mich auf diesen letzten Weg, der wird schön. Aber ich habe gelernt, dass mein Leben das Wertvollste ist, was ich habe und dass das Leben, ich sage immer, der Tod hat mir eigentlich die Bedeutung des Lebens überhaupt erst geschenkt. Also ich lebe jetzt viel, viel, viel intensiver, als ich jemals zuvor gelebt habe.